MASH 1972 bis 1983 komplettes Boxset, 11 Staffeln, 36 DVDs. Je nach Preis und Gefallen, einzeln oder komplett zulegen. Denn richtig. Zumindest für eingefleischte Fans, die aber bestimmt schon sämtliche Staffeln in den letzten Jahren einzeln, neu oder etwas günstiger gebraucht erworben haben und vorbehaltlos zu empfehlen sind sie. Dabei ja eigentlich alle. Wer aber mehr zu den Durchschnittszuschauern gezählt werden kann und sich hier nur lediglich seine, bereits durch endlose Free-TV-Wiederholungen 1, 2 bis sonst wie viele, am besten gefallenen Lieblingsepisoden bei Gelegenheit mal noch dazu kaufen ausleihen möchte. Dem sind soweit ein paar Hinweise gegeben. Ab Ende der dritten Staffel stirbt Colonel Henry Blake, McLean Stevenson, den Serientod und wird dann zu Anfang der vierten Staffel durch Colonel Sermon Potter, Harry Morgan, neu besetzt. Ebenso verschwindet Trapper John McIntyre, Wayne Rogers, zu Anfang der vierten Staffel ohne viel weiteres Aufsehen und es wird dafür B.J. Hunnicutt, Mike Farrell, eingewechselt. Wem also bis hierhin nur die ganz alten Folgen mit der Urbesetzung als nur hin und wieder mal Zuschauer gefallen haben, sollte sich besser nur die Staffeln 1 bis 3 separat zum Ansehen mal ausleihen bzw. kaufen. Anfangs der Staffel 6 fällt auch der bis dahin bereits lieb gewordene Frettchengesicht Major Frank Burns, Larry Linville aus dem festen Ensemble und es kommt dafür der etwas farblosere aristokratische Major Charles Emerson Winchester III., David Orchin Stiers. Manchen hier vielleicht auch bereits etwas besser bekannt aus Fackeln im Sturm. Ebenfalls auf DVD verfügbar, hinzu. Ferner verabschiedet sich noch nach 3 bzw. 5 Folgen in Staffel 8 Corporal. Zwischenzeitlich auch mal direkt zum Lieutenant befördert, Radar O'Reilly, Gary Burghoff. Übrigens der einzige Darsteller, der diese Rolle sowohl im Ursprungsfilm von Regisseur Robert Altman aus dem Jahre 1970 als auch dann später bis zu seinem allerdings vorzeitigen Ausstieg in der Fernsehserie von 1982 gespielt hat und wird nicht direkt durch einen neuen Darsteller abgelöst, sondern es wird dafür lediglich Jamie Farr als Korporal, später zu Sergeant befördert. Klinger, vorher nur durch kleinere Auftritte in einigen Episoden zu sehen, seine Figur. Ein wehrpflichtiger Soldat, der versucht, durch das Tragen von Frauenkleidern als verrückt nach Paragraph 8 aus der Armee entlassen zu werden, war eigentlich nur als eine Art Running Gag gedacht. Er freute sich allerdings dann dermaßen großer Beliebtheit, dass sie einen Stammplatz in der Serie bekommen hat, fest in die Serie integriert und bekommt nun ebenfalls eine feste Hauptrolle. Hier gilt also das Gleiche für reine Gelegenheitszuschauer. Wem nur diese Folgen noch gefallen haben oder besser, wenn nur bis dahin ein gewisser Reiz sich ab und an mal das Ganze anzuschauen bestanden hat, der holt sich dann besser nur diese Staffeln einzeln und verzichtet lieber auf den Rest. Wie auch immer, Fazit. Zum allgemeinen Verständnis der eigentlichen Haupthandlung ist es hier anders als bei vielen anderen Serien oder auch Mehrteilerfilmen sowieso unerheblich, ob nun wirklich alles gesehen wurde.
Es ist aber dann doch oftmals wieder von Vorteil, besser alles zu kennen, auch weil sich die Geschichten ebenso wie etliche der festen Charaktere teilweise bereits von Folgen zu Folgen, oft aber auch erst von Staffeln zu eigenständigen Persönlichkeiten verändern und auch das Thema Krieg zuweilen nicht mehr nur durch Humor aufgearbeitet wird, sondern sich dabei oftmals auch ziemlich ernste und sehr nachdenklich stimmende Folgen und zweiteilige, also zusammengehörende Episoden finden lassen. 100%ig Kauftipp, einzeln bzw. komplett oder auch natürlich als Ausleihtipp. M.A.S.H. Der Film, das Original aus dem Jahre 1970 von Robert Altman, wahrscheinlich nur für Fans geeignet, beziehungsweise schlecht mit der Serie vergleichbar. Denn Donald Sutherland und Elliot Gould machten dann auch hier als Doktor Benjamin Franklin Hockey Pierce und Captain John Francis Trapper McIntyre ihre Sache gewohnt. Gut. Lange bevor dann später Alan Alda, unter anderem, auch sehr überzeugend als Bösewicht mit guten Absichten beim Film Mord im Weißen Haus mit Wesley Snipes, Diane Lane und zuerst Wayne Rogers, hinterher dann nochmal durch Mike Farrell als B.J. Honeycutt ersetzt, diese Rollen ausfüllten. Wenigstens als je nach ganz persönlicher Ansichtssache recht gelungenen Ursprungsfilm und zum wenigstens einmal ansehen bzw. dazu kaufen, dann auch Zusatz, Pflichtfilm, das heißt, mehr für richtig eingefleischte Fans. Sollte dieser Streifen hier aus dem Jahre 1970 von Regisseur Robert Altman noch betrachtet werden. Von der ursprünglich hier noch vorkommenden Originalbesetzung hat es dann zwar auch nur Gary Burghoff als Korporal bei seinem vorzeitigen Ausstieg noch zum Lieutenant aufgestiegen, Radar O'Reilly geschafft, ebenfalls seine feste Rolle auch in der erfolgreicheren Serie zu spielen. Aber die anderen neu dazugekommenen Charaktere, dabei gerade Larry Linville als Major, gegen Ende sogar zum Lieutenant Colonel beförderten Frank D. Frettchengesicht Burns ist im Vergleich zu Robert Duvall, der diese Rolle hier noch spielt, sind dann doch bestimmt weitaus die bessere Wahl gewesen. Tja, sonst bleibt abschließend nur noch, als Fazit, Folgendes anzugeben. Zitat dazu einfach mal die Kritik aus dem Lexikon des internationalen Films. Altmans umstrittener Film versteht sich als eine grausig, zynische Satire gegen den Krieg, die den Zuschauer auf schockierende Weise zugleich abstößt und unterhält. M.A.S.H. Staffel 11 der Serie mit dem zweiten Abschlussfilm. Was lange währt bzw. mach's gut. Leb wohl und Amen, anstatt nun aber auch wirklich jede Season hier separat zu kommentieren. Gebe ich lieber mal ganz pauschal nur einen einzelnen Kommentar darüber ab. Das erste wäre abgesehen davon ja auch eigentlich gar nicht nötig gewesen. Denn, zumindest fast ein jeder, also der Durchschnittszuschauer, nicht die richtig eingefleischten Fans, wird ja wenigstens ein paar Folgen davon bei den ganzen Wiederholungen im Free TV bereits schon einmal gesehen haben und kann sich somit bestimmt königlich amüsierend sehr gut daran erinnern. Nun wird der auf DVD zu erwerbenden kompletten Serie mit dieser letzten Edition hier ein würdiger Abschluss gesetzt. Sehr gut und wichtig für jeden, der sich bisher schon alle übrigen, neu oder günstiger etwas gebraucht.
DVD-Editionen dieser über Jahre hinweg sehr erfolgreichen Comedy-Serie, mit dazu noch einigen Ablegern, die nicht ganz so bekannt wurden, bestellt hat. Basierend auf dem ursprünglichen Kinofilm von Regisseur Robert Altman aus dem Jahre 1970, damals noch mit Donald Sutherland und Elliot Gould in den Rollen von Hockey und Trapper. Wobei dann später von der gesamten Filmcrew lediglich noch Corporal Radar O'Reilly, Gary Burghoff, auch in der Serie seine Rolle weiterspielt, wurde hier ein, natürlich vorrangig durch die wie inzwischen nur allzu oft bessere deutsche Synchronisation, hervorragender Versuch gemacht. Das Thema Krieg durch teilweise absurden Klamauk, allerdings auch oftmals sehr ernste, aber mehr leisere Untertöne bzw. unterschwellige moralische Botschaften in der allgemeinen Rahmenhandlung aufzuarbeiten. Eine schonungslose Kritik oder besser eine herrliche Parodie auf stupiden Bürokratismus. Allumfassende Propagandaversuche und nicht nur bekannten US-amerikanischen, fanatischen Patriotismus ist hierbei allemal noch entstanden. Und eingespielte, häufig nervige Lachkonserven, gerade weil dadurch oftmals Pointen unverständlich werden, wären dabei gar nicht zwingend notwendig gewesen, da soweit eigentlich jeder es gut genug erfassen und begreifen konnte. Diese Lachkonserven, man kennt sie ja auch aus diversen anderen Serien, wurden offenbar erst bei einer Veröffentlichung bzw. Fernsehausstrahlung dieser Serie in England eingebracht und so leider auch für die später neu synchronisierte deutsche Fassung wieder verwendet. Im amerikanischen Original sollen sie nicht vorgekommen sein und waren so auch nicht geplant. Denn selbst bei allen Comedy-Einlagen hat die Serie ja doch eine sehr ernste Aufarbeitung vom Thema Krieg und seinen Folgen im Allgemeinen. Aber gerade das macht M.A.S.H. ja so gut. Oft genug muss man lachen und gleichzeitig weinen. Einfach. Da vieles doch ziemlich tragisch ist, allerdings dadurch auch sehr realistisch. Denn es wird sich, wenn man mal genau darauf achtet, lediglich über die Armee und ihre bürokratisch unsinnigen Zustände lustig gemacht, oder besser gesagt, über das Militär bzw. dessen absurde Befehle, die zu unzähligen Todesopfern führen, den respektvollen Umgang mit dem sehr ernsten Thema, was mit Krieg nun einmal verbunden bleibt, vergisst man hier allerdings niemals. Dass von der Besetzung der ersten Folgen später dann noch einige der Darsteller ausgewechselt wurden bzw. zum Abschlussfilm durch Filmtod, Heimkehr und so weiter völlig neu besetzt wurden oder gänzlich ausfielen, war zwar vor allem für die Fans der ersten Stunde bedauerlich. Aber zumindest konnten sich die anderen Charaktere noch so weit in die gewachsenen Strukturen einfügen oder sogar, natürlich immer nur je nach ganz persönlicher Ansichts- bzw. Geschmackssache, ihre Rollen besser verkörpern als der vorherige und bis dahin bereits liebgewonnene Schauspieler. Wie auch immer, kaufen. Leihen Sie sich diese kleinen unvergesslichen Episoden komplett oder einzeln. Für das Verstehen ist es sowieso eher unerheblich und lachen, weinen, denken oder leiden Sie dabei mit.